Wenn du wissen willst, was passiert, wenn dieser Barfußschuh auf dieses Messer trifft, dann bleib jetzt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen in der faszinierenden Welt von ES Equilibrium State. Heute mal wieder mit einem kleinen Schuhtest für dich. Nachdem ich auf diesem Kanal ja schon einige Schuhe vorgestellt habe, werde ich aber immer wieder gefragt, was für einen Schuh ich denn für tatsächlich Hiking-Touren, Outdoor-Trips und besonders den Winter empfehle. Ich habe mir mal einen Schuh besorgt und zwar von der Firma Vivo Barefoot. Und in diesem Fall ist es ein sogenannter Tracker. So sieht der Schuh aus. So sehen die Schuhe aus. Und wie du schon siehst, ist der Tracker ein Halbstiefel, weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ein hochgezogener, über den Knöchel laufender Schuh und ziemlich robust und für den Outdoor-Einsatz. Und ich möchte mir mit dir mal anschauen, ob dieser Schuh hier tatsächlich auch den Kriterien eines Barfußschuhs entspricht. Bevor wir mit dem eigentlichen Test loslegen, möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, warum ich diesen Schuh ausgesucht habe. Also, es geht hier in diesem Test tatsächlich nicht um einen Sommerschuh, um einen Alltagsschuh, den du im Frühling, Herbst oder vielleicht auch ganz normal im Büroalltag oder vielleicht sogar im Winter ganz normal im Cityalltag anziehst, sondern wirklich um einen Schuh, den du auf Hikingtouren oder wirklich bei Minusgraden draußen benutzen kannst, der dir also ein bisschen mehr Schutz vor den Elementen gibt. Gut, schauen wir als erstes mal auf die Zehenfreiheit, denn das ist das erste Thema. Und wie du hier sehen kannst, ist der Schuh relativ ballig geschnitten hier vorne. Das heißt, Zehenfreiheit ist in diesem Bereich vorhanden. Ein ganz kleiner Tipp von meiner Seite, wenn du dir diesen Schuh kaufen solltest, dann achte bitte darauf, dass du dir die richtige Größe kaufst, denn dieser Schuh fällt relativ klein aus. Ich trage normalerweise in meinen Barfußschuhen Größe 44, was eigentlich bei den meisten Herstellern auch schon so ein bisschen Raum vorne gibt, also eigentlich eine Nummer größer ist, als ich normalerweise tragen müsste. Dieser Schuh ist aber jetzt in Größe 46. Das heißt, ich habe ihn tatsächlich zwei Nummern größer gekauft, als ich ihn normalerweise tragen würde. In einer Nummer größer war auch schon okay, Zehenfreiheit vorhanden, aber da der Schuh wirklich relativ klein ausfällt, zwei Nummern größer war bei mir perfekt. Das heißt, jetzt habe ich wirklich schön viel Spiel vorne in den Zehen und habe da genügend Platz. Das heißt, Zehenfreiheit bei diesem Schuh auf jeden Fall gegeben. Du solltest aber darauf achten, dass du den Schuh groß genug kaufst und dir so ein bisschen Platz vorne erkaufst und dabei nicht unbedingt auf deine herkömmlichen Schuhgrößen achten solltest, sondern wirklich auf dein Gefühl vorne in deinen Zehen, ob du genug Platz hast. Ist das gegeben, kaufst du den Schuh groß genug, ist Zehenfreiheit auf jeden Fall vorhanden. Ja, das zweite wichtige Thema, ein Nullabsatz. Das heißt, keine Sprengung im Schuh. Die Ferse ist hinten genauso hoch wie der Fußballen. Und tja, um das uns anschauen zu können, müssen wir diesen schönen Schuh natürlich leider wieder mal durchschneiden. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist die Sohle des Tracker und wie du erkennen kannst, hier hinten in dem Bereich genauso hoch wie hier vorne. Das heißt, wir haben hier keinen Absatz hier hinten drin, keine Sprengung. Die Sohle ist ungefähr laut Herstellerangaben 6 mm stark. Das ist für einen Barfußschuh schon relativ viel. Aber wie gesagt, das ist ein Schuh, der für den Wintereinsatz gedacht ist. Das heißt, hier haben wir immer das Thema, dass Kälte von unten durchschlägt und während es normalerweise, wenn du einmal ganz kurz durch die Stadt gehst oder sowas, durchaus bei 4 mm Sohle kein Problem ist, ist es so, dass wenn du hier outdoormäßig den ganzen Tag unterwegs bist, die ganze Zeit auf kaltem Boden stehst, vielleicht auch mal längere Zeit wirklich stehst, ohne dich zu bewegen, ist eine kleine Isolierung auf jeden Fall schon gar nicht so falsch. Das heißt, 6 mm für den Einsatzbereich absolut okay. Zusätzlich haben wir hier, ich glaube, 3 mm Sohle drin, die speziell nochmal der Isolierung dienen. Also es ist eine spezielle Isolationssohle, die eben wieder dafür sorgt, dass hier keine Kälte durchschlägt. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache für den Outdoor-Bereich und tatsächlich der Nullabsatz wirklich in diesem Bereich gegeben. Wie du mich kennst, habe ich natürlich auch hier wieder nicht meinen eigentlichen Schuh durchgeschnitten. Ist dir vielleicht schon an der Größe aufgefallen. Mein Schuh hat das Ganze natürlich überlebt und ist immer noch da. Das heißt, ist auch ein bisschen größer von den Füßen. Danke hier nochmal an
den Vivo Flagship Store in Köln, die mir diesen Schuh zur Verfügung gestellt haben, zum Zerstören. Aber wirklich immer eine wichtige Sache, um mal wirklich zu schauen, ist da Nullabsatz, ja oder nein? Und wie du auf den Bildern gesehen hast, absolut vorhanden. Okay, kommen wir zum dritten Punkt, der dünnen, leichten, beweglichen Sohle. Nun, als allererstes muss man natürlich sagen, dieser Schuh ist natürlich nicht so leicht wie ein ganz, ganz dünner Barfußschuh, ganz alleine aus dem Grund, weil wir natürlich hier eine ganze Menge mehr Material haben. Wie gesagt, dieser Schuh ist für den Outdoor-Bereich konzipiert. Das heißt, wir haben hier Leder. Das heißt, Leder ist natürlich schon mal ein bisschen schwerer an sich als Meshgewebe. Wir haben auch hier oben in dem Bereich, wir haben ein bisschen Polsterungsmaterial. Das heißt, falls dir hier irgendwelche Steine oder Äste gegenhauen, dann bist du ein bisschen geschützt, bist aber auch gleichzeitig hier in dem Bereich durch das Innenfutter vor Temperatur geschützt, denn das ist tatsächlich ein Winterschuh. Das heißt, der Schuh natürlich ein kleines bisschen schwerer im Verhältnis aber zu anderen Schuhen, die in derselben Kategorie kämpfen, das heißt eben Outdoor-Schuhe, die für den Winterbereich gedacht sind, ist es aber wieder ein Fliegengewicht tatsächlich. Schauen wir uns die Sohle mal genauer an. Wir haben hier so eine kleine Profilierung drunter und obwohl die Sohle natürlich mit 6 mm ein kleines bisschen dicker ist und dieser Schuh jetzt auch noch nicht super, super eingelaufen ist, siehst du aber, dass ich hier diese Sohle mit ein bisschen Kraftaufwand schon ganz gut bewegen kann. Wie gesagt, im Verhältnis zu einem 4 mm Sohlenschuh vielleicht noch etwas unbeweglicher im Moment, wobei ich glaube, dass auch diese Sohle sich noch deutlich, deutlich besser bewegen lässt, wenn er mal so noch ein paar mehr Wochen getragen wurde. Trotzdem müssen wir aber vergleichen, in welcher Kategorie spielt dieser Schuh und im Verhältnis zu einem normalen Outdoor-Schuh, zu einem Tracking-Schuh, zu einem Winterstiefel oder auch zu so einem Military-Boot, die auch für so einen Bereich gemacht sind, ist die Sohle hier tatsächlich butterweich und wirklich extrem beweglich. Kleine Anekdote von mir, als ich diese Schuhe das erste Mal anprobiert habe, also als die Sohle noch gar nicht eingelaufen war, da hatte ich den Schuh an und habe mich gewundert, dass die Sohle sich doch irgendwie sehr komisch anfühlt, bis mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich beim Anziehen hier auf dem Schnürsenkel drauf stand und tatsächlich diesen Schnürsenkel als Erhebung durch den Schuh spüren konnte. Also du kannst sehen, dass hier gerade für den Bereich, wenn du wirklich draußen unterwegs bist, immer noch genug Feeling für den Boden da ist und die Beweglichkeit und die Dünne der Sohle für den Einsatzbereich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut ist. Also auch diese Kategorie absolut erfüllt. Ist der Vivo Tracker also ein Barfußschuh? Ja, für den Einsatzbereich, für den er konzipiert ist. Wenn wir uns darüber unterhalten, über Barfußschuhe im Sinne von so dünn wie es geht, so minimal wie möglich, dann ist das natürlich schon relativ viel Schuh. Wenn wir aber in dem Bereich unterwegs sind, dass wir wirklich bei Minusgraden, zum Teil bei Schnee, denn dieser Schuh ist auch, soweit Leder das eben hergibt, wasserabweisend, wasserdicht ist vielleicht nur ein Gummistiefel, aber auf jeden Fall wasserabweisend in einem sehr, sehr hohen Maße, sodass du auch mal in eine Pfütze reintreten kannst, die hier so hoch ist. Auch das alles getestet schon zu Hause unter der Dusche, beziehungsweise unter der Dusche in der Badewanne. Hab den Schuh dann mal längere Zeit eingetaucht, mal längere Zeit laufen lassen, das Wasser, und da geht so schnell erstmal nichts durch. Das heißt, für den Einsatzbereich, dass du wirklich draußen in hartem Terrain unterwegs bist, bei Minusgraden, bei Nässe, da ist dieser Schuh als Barfußschuh auf jeden Fall ideal. Bei anderen Schuhen, wo es zu dünn wäre, würden unter diesen extremen Bedingungen wahrscheinlich Temperatur durchschlagen. Du würdest schnell kalte Füße kriegen oder auch nasse Füße. Das heißt, hier dieser Schuh wirklich sehr, sehr, sehr gut. Tatsächlich immer zu vergleichen mit Schuhen, die in derselben Kategorie spielen, eben wirklich Bergwanderschuhen oder sowas, die eine deutlich dickere Sohle haben und noch deutlich steifer im ganzen Schuh sind. Also hier hast du auf jeden Fall ganzen Zacken mehr Beweglichkeit als bei solchen Schuhen, und das macht den Tracker auf jeden Fall zu einem sehr coolen Barfuß-Outdoor-Schuh im Wintereinsatz. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, teile das Video mit Freunden, für die diese Information auch relevant ist. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann abonniere doch einfach diesen Kanal. Denn es gibt hier noch viele, viele andere Videos, andere Testvideos zu Barfußschuhen, Videos zu Übungen und Informationen rund um einen gesunden Körper und rund um einen gesunden Geist. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bist und wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. In diesem Sinne, dein Dirk Bergmann. Ah, halt, Moment, eins habe ich vergessen. Wahrscheinlich bist du noch interessiert, wie dieser Schuh tatsächlich im Außeneinsatz eingesetzt wurde und wie das Ganze aussah. Also bleib noch ein bisschen dran. Ich habe dir noch ein paar Bilder mitgebracht von meinem Outdoor-Winter-Survival-Einsatz mit diesen Schuhen. Viel Spaß. So, Schuhtest. Wir waren ja hier beide zufälligerweise mit Vivo-Schuhen unterwegs.
André hat auch die Vivo Sami, heißen sie, glaube ich, an. Ich war ja hier mit dem Tracker unterwegs und wir hatten hier tatsächlich, das sind beides ja Winterschuhe, Outdoor, schon eigentlich fast, gut, kein Schnee, aber sonst Worst-Case-Bedingungen. Das heißt, wir sind bei Temperaturen um Null permanent auf so einem matschigen Untergrund rumgelaufen, also nass, feucht, kalt. Und da muss ich sagen, also Schuhe sehen noch total gut aus. Ich habe auch keine nassen Füße, kalte Füße in der Nacht gehabt, aber das lag daran, dass wir uns nicht bewegt haben. Aber ansonsten tagsüber eigentlich eine ganz coole Sache. Das heißt, Tracker, also von meiner Seite auf jeden Fall als Outdoor-Schuh. Ich habe auch nur übrigens ein paar Socken angehabt, das war vollkommen okay. Als Outdoor-Schuh echt zu empfehlen, wenn du nicht gerade auf einen Gletscher oder Kilimanjaro vielleicht willst oder so. Aber ansonsten für so den normalen Anwendungsbereich echt ein taffer Schuh, nass geworden ohne Ende und matschig und alles und nichts reingegangen und warm. Und jetzt, wo die Bahn vorbei ist, weiß nicht, Sami auch gut? Ja, ne? Auf jeden Fall, keine nassen Füße, warm genug. Allerdings habe ich zwei Socken an. Okay. Aber kann ich nur empfehlen, ja. Also krass, das heißt, man kann auch mit Minimalschuhen und Barfußschuhen Outdoor betreiben und muss da nicht die fetten Kloben an seinen Schuh machen, an seinen Fuß. Das Gehirn ist noch ein bisschen eingefroren. Jo. Also wir warten mal auf unseren Guide und gucken mal, was es dann zum Frühstück gibt.